Auftrag des Königs, 126. Tag, Zeit 11.47 Uhr. Ja, wir befinden uns frisch auf der Insel Korinis. Und was ich noch zu sagen habe, es ist auch ein frisches neues 2.6 rausgekommen. Also im Pre-Release, vor dem Release, welches ich hier anteste und spiele. Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Genau, und schon geht's hier die Action ab. Ne, hier gibt es welche, die einfach mal so meine Experience Points der Varane mal killen. Aber da hinten ist noch einer. Ja, was gibt's neu zu sagen? Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Labert mir doch nicht immer das! Da ist wieder eins von diesen Drecksviechern. Oh, Leute, nee. Hätte ich mal meine Waffe gezogen, anstatt zu quatschen. Okay, ich glaube, wir haben jetzt ein bisschen Ruhe hier. Ja, in der letzten Folge habt ihr gesehen, dass ich hier schon angelandet bin. Das hat... Da ist nicht zu holen. Folgenden Grund, weil ich nochmal hier gestartet habe an der gleichen Stelle. Weil nämlich für Korinis Neuerungen reingekommen sind. Also auch neue Sprachdateien, neue Quests, so wie mir das, so wie ich das verstanden habe. Ja, jetzt bin ich hier wieder mal zu meinem Ausgangspunkt gelangt. Mein Gott, ich überschlage mich mit meiner Stimme, weil ich wahrscheinlich so aufgeregt bin. Weil wir finden uns ja auf Korinis. Gut, okay, fragen wir mal Wulfias. Hey, so, wir wären nun endlich auf Korinis. Hast du noch einen Rat für mich? Selbstverständlich. Wenn du Spruchrollen oder Heil- und Mana-Tränke brauchst, solltest du unbedingt zu mir kommen. Da du sehr wahrscheinlich über die ganze Insel musst, brauchst du Zeit. Zeit, die wir nicht haben. Damit du daher schneller zu uns zurückgelangen kannst, habe ich eine vorhandene Teleportrune, die ursprünglich zu dem Hafen von Korinis hin teleportiert hat, so weit verändert, dass sie nun auf diese Insel gerichtet ist. Hier hast du die Rune. Achte gut auf sie. Bist du sicher, dass die Teleportrune mich zu dieser Insel teleportiert? Sagen wir mal so ziemlich. Meine Berechnungen konnten nur Schätzwerte sein, da mir für die genaue Berechnung die notwendigen Angaben fehlen. Na danke. Das heißt, ich kann genauso gut im Ozean oder mitten unter die Orks landen. Nein, das glaube ich nicht. Du wirst schon auf dieser Insel landen. Am besten probierst du den Teleport sogleich aus. Na toll. Gleich ausprobieren. Sind wir hier bei Sliders oder wie? Falls jemand die Serie Möge kennen sollte. Möge Innos allzeit über dich wachen. Ja, danke dir. Dann werde ich mal an dieser Stelle mal abschmeichere. Genau, das ist auch der richtige Platz dafür. Dann gucken wir doch mal, welche Farbe unsere neue Teleportrune für Korinis hat. Zur alten Bibliothek. Hält die auf? Ist das die hier? Kamora Teleport. Ah, hier ist eine. Korinis Teleport zur Varan-Insel. Gleich mal anlegen. Und was hat der Wolfjagis gesagt? Gleich ausprobieren? Na, ich weiß nicht. Ich probiere sie mal aus. Oh, auch schön. Oh, Volker. So, da ist Volker. Volker, auf was guckst hey. Du da? Hallo Volker, kannst du mir helfen? Na klar, was willst du wissen? Ich will von dir... Ah, ja, ich will von dir lernen. Na, dann schieß mal los. Ja, mit dem Bogen oder was? Ah, Ambos, okay. Alles klar. An der Stelle werde ich mal zeigen, wie viele Lernpunkte ich habe, nämlich 10. Mhm. Ich muss mir natürlich noch während des Spiels überlegen, in was ich investiere. Ach, da hinten ist die andere Gruppe. Okay, das sieht er ganz... Oh, wer ist denn da hinten? Das ist Ernst, ne? Der guckt da ganz ernst rüber. Das sieht aber schön aus da hinten. Was ist denn das für ein Turm? Das ist ja Korinis, ne? Hey! Und? Wie sieht es aus? Kannst du was sehen? Nicht viel. Nur ein Schiff ist in den Hafen eingelaufen. Ein Schiff? Von den Orks? Sieht so aus. Die haben bestimmt wieder eine Teufelei im Schilde. Ach du liebes bisschen. Na, klasse. Okay. Gucken wir mal erstmal, was es hier so gibt. Ich will mich nicht so schnell von der alten Gruppe da trennen. Von dieser netten Gruppe. Gibt's hier noch was? Nee. Ach ja, ach ja, ach ja. Aber in Korinis kann man ja auch sehr viel finden und man kann auch sehr viele Quests beenden. Und ich glaube, dass mit dem Geschicklichkeitsring, soweit ich das hinten im Kopf habe, könnten wir den irgendwie auch, glaube ich, hier... Was ist denn das? Ein Feldknöterich. Können wir den hier auch wahrscheinlich vollenden, ne? Diesen Geschicklichkeits... Hier liegen Fässer. Mhm, okay, ist wahrscheinlich...
irgendwie angelandet von den Orks, man weiß es nicht. Ach ja, 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 ich freue mich so, dass das jetzt hier hoffentlich funktioniert. So, okay, diese Partie, die hier überhaupt... Da kommt wieder was. Nur zwei Feldknöteriche. Ja! Leute, ich werde angegriffen! Mensch, Wulfjatz, wo läufst du hin? Oh, die ist schon wieder Experience Points futsch. Leute, vielleicht werdet ihr mal so clever und macht ihn mal weg. Oh, nein. Okay. Oh, ich wollte euch anquaken. Man kommt auf einmal mitten aus dem Felsen und Varan heraus. So, Wulfjatz. Ja, toll. Ihr spielt hier noch Ringel rein. Das heißt, die sind noch irgendwie hier in Alarmbereitschaft. Wo soll denn das jetzt sein, das Teil? Was machen wir jetzt? Ringel, Ringel rein. Mein Gott. Wir würden hier Stühle stehen, dann wäre das eine Reise nach Jerusalem. Also, was machen wir? Wir werden ganz einfach mal das neue Spiel nochmal neu laden. Okay. Talentische Scharfschütze und Waffenmeister kann man nur in den Schwierigkeitsgraden leicht, normal und mittel lernen. Aha. So, das hat diesmal länger gedauert, weil die Korinnes-Insel ja ziemlich groß ist. Ja, er hat ja uns den Runenstein gegeben. Den müssen wir nochmal anlegen. Zack, zack. Und bevor ich das jetzt wieder mache, mit dem Herumsuchen, mache ich erstmal gleich hier Dialoge. So, das ist Volker. Volker hat's gut. Irgendwo war doch noch so ein Feldknüterich. Den will ich auf alle Fälle mitnehmen. Wo ist der? Wo war der nochmal? Oh. Ja, ja. Oh. Die aufmerksamen Zuschauer werden natürlich wissen, wo der war. Nur ich weiß es wieder nicht. Naja. Okay, gucken wir mal, Hawk. Nee, die laber ich noch nicht an. Ich werde nochmal zu Wulfjatz gehen und ihm sagen, wenn es eine Quest war mit der Rune, hey, die Rune ausprobiert habe. Ich möchte meine Lebenskraft steigern. Okay, das war halt eben nichts. Möge Innos allzeit Besonderes. Gernot? So, nun wären wir endlich auf Korinnes. Ja, und Innos möge uns bei unserem Vorhaben unterstützen. Ja, was müssen wir jetzt machen? Was ist jetzt zu tun? Wir müssen unbedingt herausfinden, was auf Korinnes passiert ist. Wir haben zwar durch Martin erfahren, dass die Orks die Stadt eingenommen haben, aber viel mehr wissen wir nicht. Was wurde aus der Bevölkerung? Was aus den Paladinen? Ist Lord Hagen tatsächlich ins Minental aufgebrochen oder ist er in die Stadt zurückgekehrt? Nachdem er erfahren hat, dass die Orks auf Korinnes gelandet sind. Erst wenn wir das wissen, können wir uns überlegen, was weiter zu tun ist. Fragen über Fragen. Okay. Ein Mist viel weniger. Okay. Nicht schon wieder. Ein Mist viel weniger. Kann ich die anquaken? Nein, kann ich nicht anquaken. Die sind noch... Hä, hä, wie kann ich denn das jetzt, warte mal, speichern, geht mal hier auf LP2. So, die laufen noch rum, laden. Werde Meister Schürfer und erhalte einen permanenten Stärke- und Geschicklichkeitsbonus. Oh, sehr schön. So, hoffentlich haben sie aufgehört zu... Nee. Ah. Wie kann man das jetzt verhindern? Ich habe jetzt alles für mich Mögliche gemacht, damit die hier aufhören. Martin, Dandolo, Harald. Da ist nicht zu holen. Hm. Wie kann man das jetzt... Das verstehe ich nicht. Hey. Hawk kann mir nur was beibringen, denke ich mal. Und sonst kannst du mir zeigen, wie man Erzwaffen bringt mir bei... Über das Schmieden, wie sieht's mit dem Zubehör? Ja, okay. Hey du! Okay, was könnte er nochmal machen? Ich will meine...
Wahrscheinlich Stärke und Geschick, richtig. Ja, sowas Beklopptes jetzt aber auch. Kann ja sein, dass irgendwo hier ein unsichtbarer Varan ist, aber ich habe doch gerade eben geguckt. Alter, das ist mir jetzt echt ein bisschen rätselhaft hier. Weil ich höre ja auch einen Varan. Steckt er hier im Felsen drin oder was oder wie? Mann. Ich glaube auch nicht, dass es so geplant ist. Aha. Super, klasse. Zum Glück steckte ich hier nicht fest. So, die sind jetzt alle fest. Die stecken irgendwie alle fest. Vielleicht kann ich diesen zweiten Varan dazu bringen. Hawk. Ja. Nö, die bleiben. Okay, der muss mich nochmal beißen. Diese ganze Scheiße. Okay, die aber trotzdem. Trotzdem spielen die immer noch Ringe rein da hinten. Ah, da hinten ist noch einer. Okay. Mhm. So, da werde ich mal meinen Bogen ziehen. Damit die anderen da gewarnt sind. Los, jetzt. Abhauen. Okay. So, welcher Waren ist das denn hier? Das war der Waren. Waran. Ja. Eine Nacht schlafen. Gut, dann jetzt hier mein Dings. Erstmal meinen Schlafsack. Da wurde mir auch noch was gesagt, dass das wohl jetzt nicht mehr geht, weil ich zu weit gespielt habe. Also, ich weiß es nicht. Jetzt rutscht der weg. Hallo, da hinten ist der Schlafsack. Ne, ich kann auch nicht mehr schlafen. Super, klasse. Wo ist mein Schlafsack? Der ist hier. Okay, müssen wir aufs Schlafsäckelchen verzichten. Das heißt natürlich nicht, dass, liebe Leute, wenn ihr das in der 2.6er-Version anspielt, dass der Schlafsack auf anderen Inseln nicht funktionieren würde. Wie schon gesagt, das ist halt eben der Nachteil, wenn man pre-released und, ne? Ja, was mache ich jetzt? Wulfias ist auch nicht mehr ansprechbar. Ah, ich glaube, darauf muss ich erstmal einen trinken, auf den Schock. Oh, Manometer. Was das soll? Was das jetzt soll? Ach, geh hier drauf. Ich glaube, Alan wird natürlich, also vom Odyssey-Motti mir sagen können, hier, was, wie man die hier aufhalten kann. Oder? Ich riskiere mal, einfach mal die Leute wach zu klatschen. Okay. Das können sie. Mich umhauen und dann weiter Ringel reinspielen. Na super, klasse. Das geht natürlich so nicht. Aber dafür gibt es wieder schöne Infobildschirme. Ein Waldgolem bekämpft am besten mit Feuer. Mhm, aber mit einem starken Feuer. Und nicht mit so einem Pipi-Mini-Feuerpfeil. Ich habe jetzt mal einen etwas älteren Spielstand gespeichert. Jetzt mal gucken. Ja, genau, richtig. Und hab sie wieder hier ruhig vorgefunden. Also, die machen ja nur Lernstunde. Jetzt Harald. Hey du, was gibt es als nächstes zu tun? Okay. Da fragst du am besten gern. Ja, okay, das hatten wir eben gehabt. Also, er macht nix. Daran wird sich nie etwas Martin. Jo. Nun bist du wieder auf Corinnes. Ja, und ich werde es den Orks nun heimzahlen, was sie mir und meinen Kameraden angetan haben. Ehrlich, gut. Im Hintergrund hören wir immer noch Varane, dann Dodo. Hey du! Und alles klar? Und? Wer das wüsste. Wir müssen verdammt aufpassen, dass uns die Orks hier nicht entdecken. Du glaubst also nicht, dass wir sicher sind? Was weiß ich. Am besten fragst du mal Ernst, der den Hafen im Auge behält. Aha, man kann ihm eine bessere Waffe geben. Okay, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Als Begleiter wieder. Komm mit. Ja, sehr geil. Mein Freund, der Dandolo ist wieder da. Hurra. So. Jetzt haben wir nämlich schon wieder irgendwelche Peoples. Wo ist denn jetzt? Wo ist jetzt der Varan? Der soll wohl hier aus dieser Richtung kommen. Jetzt laufen die schon wieder im Kreis. Das ist vertrackt. Wozu? Wozu? Als ob.
Also irgendwie hier im Boot drin oder wie oder was oder was oder wie? Das ist ja. Jetzt ist Dandolo mit in der Gruppe. Ich fass es nicht. Also, da ist noch irgendwie ein bisschen der Lump drin. Ach, da ist Dandolo. Er hat sich aus der Gruppe lösen können. Ja. Jetzt ist die Gruppe auch wieder aufgelöst. Keiner rennt mehr im Kreis rum. Oh, Heimatland. Was mache ich denn jetzt? Wolf erst nochmal anquaken? Nee. Möge Innos. Ja, das wissen wir. Und sobald ich hier bin, ne? Dann laufen die Richtung Felsen. Ich hätte das nicht gemacht. Ich lass Dandolo aber nicht mitgehen. Nachher verliere ich ihn noch. Oh, shit. Jetzt auch wieder irgendwo ein Varan. Man weiß es nicht. Los. Oh. Was hast du denn gemacht? Hast du das für mich jetzt gemacht? Dandolo? Wo ist er? Kam der hier irgendwo raus? Wo ist er denn? Jetzt schlägt es 18 hier. 18 Minuten nach 6. Oh, Gernot. Also hier ist, muss einer versteckt sein. Wahrscheinlich ist hier eine Höhle. Na super. Verwirrung auf Corinnes. So, Dandolo, komm mal mit. Ich glaube, wir lassen die hier einfach mal rumpurzeln. Das ist mir jetzt sowas von Latten egal. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Wir müssen uns da durchkämpfen. Dandolo, wir werden mal in die Richtung gehen. Wollen die da hinten sich mit den Varan selber abkämpfen. So, Volkerchen. Ja, Dandolo, wo wollen wir lang gehen? Hier irgendwie so lang? Kommt man hier bequem rüber? Ja. Aha. Wo kommst du auch mit? Ja, er kommt mit. Das ist cool. Aber das ist hier zu steil. Oder wie oder was? Ja, das ist zu steil. Ja, was machen wir jetzt? Wollen wir da rüber schwimmen oder was? Ich habe keine Ahnung. Wie kommen wir denn darüber? Große Fragezeichen. Komm, jumpen wir mal ins Wasser. Dann Dandolo, komm mal mit. Super. Wir können ja doch nicht hingehen. Wollen wir das machen, Dandolo? Mein Gott, du klebst mir echt an den Füßen. Ich fand es zu gering. Dann wird die Schwimmanimation nicht richtig ausgeführt. An. Ja, natürlich ist das Corinnes. Jetzt erkenne ich es wieder. Ja, natürlich ist es das. Oh, Leute, schaut euch das an. Wir schwimmen da erstmal rüber. Ich krieg den Kohl nicht fett. Wow. Krieg Gänsehaut. Ach ja, der gute alte Eingang zur Kanalisation der damaligen Diebesgilde. Und da hinten ist der Leuchtturm. So, und wenn mich nicht alles täuscht, können wir hier noch am Pier anlanden. Und da stehen schon die ersten Orkis. Oh, weia. Hoffentlich ist da ein bisschen leer. Oh, da steht schon ein Orki. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier richtig mache. Ach du liebes Lieschen, da stehen sie schon. Au, wei, oh wei, ja. Hoffentlich kann ich hier ein bisschen abspeichern. Dandolo, die haben uns gar nicht bemerkt. Das ist toll. Nun speichern wir ab. Ja, okay, dann speichern wir jetzt mal ab. Wow, nehmen wir dich. Hm, große Insel, etwas länger gedauert das Ganze. Aber zur Sicherheit halber nochmal. Was denn? Ja, sorry, liebe Leute, dass ich jetzt erst hier angekommen bin. Es gab da noch ein bisschen Schwierigkeiten. Ach ja.
Mit dem Willkommen am Strand. Da gab es ein paar Verwirrungen. Ich mach dich fertig. Ja, dann mach mal die anderen fertig. Ich mach dich fertig, Moran. So, der macht dich ganz gut fertig, ja. Das haben wir ja gesehen. Ja, dann Dolo. Wenn wir hier die gleichen in die Höhle des Löwen schwimmen oder gehen, das geht gar nicht. Wir müssen es anders probieren. Wir müssen versuchen, irgendwie eventuell die Sache von unten aufzuräumen. Mein Gott, hör auf, mir an den Füßen zu kitzeln. Herrgott, Sakrament. Nun ist der aufdringlich. So, und ich denke mir natürlich, dass das Ding hier auch natürlich verschlossen ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Alles klar, super. Okay, da oben, das ist für Dandolo zu kompliziert, denke ich mal. Ich weiß das, ich habe das nämlich schon ausprobiert gehabt. Aber gehen wir mal hier eben zum Piratenstrand, sag ich mal. Da wo damals in der Erweiterung Nacht des Rahmen Pirat da saß, der uns seine Karte mit Kohle markiert hatte, wo irgendwas zu finden war. So wie das aussieht, sieht es hier ruhig aus. Dandolo, das ist gut, aber trotzdem möchte ich mal ganz gerne ein anderes Kampfverhalten haben. Ich möchte nicht offensiv, sondern ich möchte, dass du defensiv bist. So, auf jeden Fall erstmal hier an der Stelle mal abspeichern. Und schauen wir mal, wer uns hier alles so erwartet oder ob es hier irgendwas Gutes zu looten gibt. Oder ob es hier Söldner gibt. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie so ein Söldner-Außenposten ist. Nee, hier sind Mädels und Männers, eine Bürgerin. Hey du. Hallo Bürgerin. Ich bin für niemanden zu sprechen. Aber mit einer guten Stimme, muss ich schon mal sagen. Okay, du hast bestimmt... Hey, Baltram. Sieh einmal an, ein Soldat des Königs. Wo kommst du denn so plötzlich her? Bist wohl auf der Flucht, was? Auf der Flucht? Wieso? Na klar, was sonst? Willkommen, Fremder. Mein Name ist Baltram. Ich bin, oder vielmehr war, Händler aus Korinis. Bist du vielleicht gekommen, um dich bei mir mit Nahrung einzudecken? Tja, da muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe momentan nicht viel auf Lager. Ich musste fast alle meine Waren den Orks überlassen. Zum Nulltarif, versteht sich. Oh Mann. Ich bin nicht auf der Flucht. Wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen, aber... Ich bin nicht auf der Flucht. Ich bin ein Seesoldat des königlichen Kriegsschiffes Albatros, das aus Vengard kommt. Was sagst du da? Aus Vengard kommt ihr? Und was macht ihr hier auf Korinis? Wir haben vom König den Auftrag bekommen, hier nach dem Rechten zu schauen. Wirklich? Euch hat der König geschickt? Ist das wirklich wahr? Klar. Warum soll ich dir jetzt Märchen erzählen? Puh, weil die Nachricht einfach zu gut klingt, um wahr zu sein. Klingt wie ein Wunder. Und an Wunder glaube ich nicht mehr. Bisher waren alle Neuigkeiten, die uns erreicht haben, mehr als schlecht gewesen. Nun, ob du mir glaubst oder nicht, ändert nichts an der Tatsache. Oder hältst du mich etwa für ein Gespenst? Nee, danach siehst du wirklich nicht aus. Ihr kommt also, um die Orks zu vertreiben. Nun mal langsam. Zuerst will ich wissen, was hier los ist. Die Orks haben mit einer Flotte unsere Stadt angegriffen und sie sogleich erobert. Die Einwohner, die dabei nicht umgekommen sind, konnten aus der Stadt fliehen, so wie ich. Na, da habt ihr es aber euch wirklich gemütlich gemacht. Warum bist du dann noch hier? Ist dieser Ort nicht zu gefährlich? So nah bei den Orks? Du hast recht. Wenn die Orks wirklich auf die Idee kämen, hier mal vorbeizuschauen. Tja, darüber will ich gar nicht erst nachdenken. Aber da ist nichts zu machen. Solange noch einige von uns in der Stadt sind, kann ich nicht von hier weg. Wie? Es sind doch einige der Bürger in der Stadt? Als Gefangene oder was? Gefangene? Nee, glücklicherweise nicht. Einige von uns konnten sich in der Stadt rechtzeitig vor den Orks verstecken. Und ich bin hier geblieben, um ihnen die Flucht zu ermöglichen. Doch das ist zurzeit leider nicht mehr möglich. Wo haben sie sich da versteckt? Wo haben sich die Flüchtlinge versteckt? Die haben sich in der... Doch, Moment. Ich weiß nicht. Du trägst zwar den Waffenrock des Königs, aber... Aber was? Du glaubst doch nicht, dass ich euch an die Orks verraten würde. Tja, ich... Sei mir nicht böse, aber ich kenne dich nicht.
Es haben uns nicht nur die Orks angegriffen, da waren noch eine Menge Schwarzmagier und Söldner unter denen. Von den Schwarzmagiern habe ich schon gehört. Doch was ist mit den Söldnern? Na, was soll mit denen schon sein? Wenn du aus Myrtana kommst, müsstest du diese Kerle kennen. Dort gibt es doch genug Söldner, die den Orks dienen. Miese Verräter sind das, die sich für Gold an jeden verkaufen. Ja, warum ist eine Flucht zurzeit nicht möglich? Fragen wir das mal. Warum ist eine Flucht zurzeit nicht möglich? Weil uns die Orks den Fluchtweg versperrt haben. Vielleicht hast du schon die Leiter gesehen, die hinten an der Felswand steht. Über diese haben wir die Flüchtlinge bisher ins Hinterland gebracht. Aber am besten fragst du Farim, der da drüben bei der Leiter Posten bezogen hat. Der kann dir am besten sagen, welches Problem wir mit den Orks haben. Ach, jetzt gibt's da plötzlich eine Leiter, das ist ja cool. So, du kannst mir mal vertrauen, Baldram. Du kannst mir vertrauen. Ich bin hier auf Korinnes geboren. Ich heiße Roland und bin der Sohn von Bospa dem Bogner. Ja. Was? Du bist Roland, der Sohn vom alten Bospa? Warum hast du das nicht gleich gesagt? Das ist sehr schön. Na, ich kam ja gar nicht dazu. Weißt du, was aus meinen Eltern geworden ist? Ich hoffe, sie leben noch. Nun, da kann ich dich beruhigen. Ich weiß genau, dass sie zu denjenigen gehörten, denen die Flucht geglückt war. Okay. Wohin es sie allerdings verschlagen hat, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber du hast dich ganz schön verändert. Ist ja auch mehrere Jahre her, wo du uns verlassen hast. Ich hätte dich wirklich nicht wiedererkannt. Du siehst mich an, als ob du mir immer noch nicht so ganz glauben willst. Mann, versteh mich. So gut kenne ich dich jetzt auch nicht. Und das Leben der anderen hängt allein von mir ab. Tja, was tun? Halt, ich habe eine Idee. Wenn alles stimmt, was du sagst, dann dürfte das Ganze für dich kein Problem sein. Na, dann schieß mal los. Was soll ich tun, damit du mir endlich Vertrauen schenkst? Bring mir einen Brief eures Kommandanten, der dich bevollmächtigt. Muss nicht viel drinstehen. Hauptsache, das Siegel des Königs ist drunter. Wird doch kein Problem sein, oder? Ich denke nicht. Na gut, ich bringe dir den Brief. Sonst noch was? Nein, das genügt mir. Wenn du den Brief bringst, erzähle ich dir mehr. Ach ja? Sowas Beklopptes aber auch. Muss ich schon wieder so eine Urkunde? Ach ja. Dann gucken wir mal ins Log. Vater und Mutter. So, Vater und Mutter. Jetzt bin ich einigermaßen beruhigt. Ich muss sie unbedingt wiederfinden, Vater und Mutter. Orks sollten auf Korinnes. Ja, das wird Gernot interessieren, steht da. Fluchthelfer, wenn ich Händler weiter um Bescheinigung bringen kann. Ja, das ist das, was wir eben machen müssen. Ja, Dandolo, du bist noch da. Hier haben wir einen Fisch. Wollen wir noch ein bisschen weiter quatschen? Bürgerin, hey. Die wird nichts sagen. Was wirst du? Ich weiß es nicht. Solange die Orks in der Stadt bleiben, werde ich wohl hier bleiben. Ich hoffe nur, dass wir hier in Sicherheit sind. Ich glaube ja. So, dann guck mal. Ach, da hinten ist die Leiter. Ah, Feldknöterich. Was gibt's denn hier noch? Lass mich mal vorbei. Und eine Truhe. Gehen wir erstmal hier hinten hin zum Bürger. Nee, Bürger nicht. Zum Farim. Ach, der Fischer. Du bist Fischer? Sieht wohl ganz danach aus, was? Wie hast du das bloß erraten? Jetzt bleib mal locker. Ich wollte dich nicht beleidigen. Naja, schon gut. Bist wohl auch auf der Flucht, was? Nein, ich bin mit einem Kriegsschiff des Königs hier angekommen. Wir bringen Hilfe. Was? Ist das wirklich wahr? Ja, aber bevor wir dies tun können, müssen wir erst mehr über die Situation hier erfahren. Verstehe. Am besten redest du darüber mit Baldram, der drüben bei dem Zelt sitzt. Viel reden ist nämlich nicht so meine Sache. Ich hörte von Baldram, dass euch der Fluchtweg abgeschnitten wurde. Ja, diese verdammten Orks haben sich da oben am Leuchtturm festgesetzt. Aha. Na und? Was hat der Leuchtturm mit dem Fluchtweg zu tun? Ganz einfach. Hier vorne an der Felswand führen Leitern bis hinauf zum Leuchtturm von Korinnes. Ah ja. Über diesen Weg konnten wir bereits viele Flüchtlinge in das Landesinnere schaffen. Doch dann kamen einige Orks aus der Stadt und haben sich dort festgesetzt. Verstehe. Die Orks am Leuchtturm müssen erst vertrieben werden, bevor der Fluchtweg wieder genutzt werden kann. Das sehe ich auch so. Bist ja ein ganz schlau... Ja, genau so verhält sich die Sache. Also macht die Orks da oben platt... Und wir haben eine Sorge weniger.
Ja, gib mir erstmal dein Geld. Wunderbar. Also da gibt es sozusagen noch eine Leiter. Bürger, ja, okay, soll ich den auch mal lustigerweise anquaken? Was machst du hier? Was für eine Frage. Ich bin vor diesen verdammten Orks geflohen. Alles musste ich im Stich lassen. Nur das nackte Leben konnte ich retten. Okay. Dann wissen wir seinen Status auch schon. Also hier geht's zu... Das ist neu. Aber da gehen wir noch nicht hoch, weil ich möchte erstmal wissen, was es hier alles so zu finden gibt. Dann schwimmen wir zurück zum Gernot. Ich und Dandolo oder Dandolo. Nachdem wir hier so ein bisschen ein paar Sachen gesammelt haben. Sollen wir was hier sehen? Wie zum Beispiel die Truhe. Ah, die geht gleich auf. Und es gibt 32 Gold. Schöne Nummer. So, noch irgendwas hier drinne? Nö. Ja, dann Lolo, ich glaube, wir müssen wieder rüberschwimmen zum, hier. Ja. Hier sollten wir mal gucken. Ah, hier gibt es noch ein bisschen was zu holen. Ein Stängel Sumpfkraut, Gold, da liegt doch eine Axt. Ne, ein Hammer. Und eine rostige Axt. Ja, super. Noch eine Truhe. Ey, alte Steintafel. Okay. Wir haben eine alte Steintafel gefunden. Und hier gibt es noch ein bisschen Fisch. So, Baltram noch was zu erzählen. Es wäre schwierig, seinen Geldbeutel zu stehlen. Gucken wir mal. Na warte, du dreckiger Dieb. Kämpfe erst die Orks und ihre Söldner, wenn du alles über sie erfahren hast. So, mit Baltram hat das nicht geklappt. Dandolo, komm mit. Wir schwimmen mal wieder da hinten rüber. Jawohl. Jo. Ja, an der Stelle wird das mal wieder kürzen und raffen. Ja. Und da wartet auch sehnsüchtig der Ernst rum. Dann Dolo, bevor du irgendwelche Spirenzchen machst, und zwar warte auf mich. Gut. Ja, bei den anderen bitte. Leuchtturm, ja, okay. Küste von Korin ist Baltrams Strand. Ja, mach das mal. Warte hier. Küste am Strand, er bleibt aber stehen. Ja, okay. Gehen wir mal ganz schnell rüber zu den anderen, zu dem Gernot. Muss ich ja Bericht erstatten. Wattenwetter. So. Ich konnte bereits mit einem Bewohner von Korinus sprechen. Schön. Was konntest du herausfinden? Ja, die Orks haben natürlich mehrere Söldner bei sich. Einige halten sich noch versteckt. Einige Bewohner von Korinus halten sich noch in der Stadt versteckt. So? Wirklich? Woher weißt du das? In einer Bucht bei Korinus traf ich den Händler Baltram, der mir das berichtet hat. Dann sind diese Menschen in großer Gefahr. Du solltest unbedingt Kontakt mit ihnen aufnehmen. Vielleicht kann man sie noch retten und noch Wichtiges in Erfahrung bringen. Das sehe ich genauso. Problem ist nur, dass Baltram mir nicht genug Vertrauen schenkt und mir sagt, wo die Flüchtlinge sind. Er hat Angst, dass ich ein Spitzel der Orks bin und darum soll ich mich erst bei ihm ausweisen. Er möchte eine Bescheinigung von mir, die beinhaltet, dass ich im Auftrag des Königs handle. Das ist sehr umsichtig von diesem Baltram. Du solltest ihm diese Bescheinigung vorzeigen. Würde ich ja gerne. Wird mir Lord Baldwin eine solche ausstellen? Das ist gar nicht nötig, da der Seelord dies in weiser Voraussicht schon getan hat. Wir ahnten schon im Voraus, dass es zu solchen Problemen kommen wird. Gut gelöst. Hier hast du Lord Baldwins Empfehlung, die dich vor jedermann ausweisen wird. Sei aber vorsichtig damit. Du solltest sie nicht jedermann zeigen. Es wäre fürchterlich für uns, wenn sie in die falschen Hände geraten würde. Versteht sich natürlich von selbst. Ich kann
Die Orks haben mehrere Söldner bei sich, die ihnen bei der Beoberung von Corinnes geholfen haben. Interessant. Das ist eine sehr wichtige Information, die du mir da bringst. Das bestätigt meine Vermutung, dass die Ork-Flotte ursprünglich aus Myrtana kommt. Versuche noch mehr über die Ork-Söldner in Erfahrung zu bringen. Besonders wichtig ist mir natürlich zu wissen, wie stark sie sind und wer sie anführt. Vielleicht können wir das, was wir in Erfahrung bringen, noch irgendwie für uns nutzen. Ja, dann gucken wir auch mal, wie dieses tolle Siegel... Ein Mistvieh weniger! Jetzt geht es wieder los. Okay, danke für die... das Gold, das ich umsetzen kann, wenn ich den Varan plündere. Ich wollte aber jetzt nochmal hier das Schreiben. Bestätigung schreiben, der gute Novikl. Brief an Eltern, Brief an Schichtung, Empfehlung von Klaus, Erpresserbrief. Ach, wo ist das bloß alles? Bescheinigung des Seelords, da ist es. Bescheinigung. Der Inhaber dieses Schreibens handelt im Auftrag des Königs. Ihm ist in jeder Hinsicht Hilfe zu gewähren. Lang lebe König Robert Lord Baldwin, Seelord des Königs. So viel, so gut. Ja, ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss.